Gut, man kann ja schon von einem Naturgesetz sprechen, wenn es darum geht, dass Erwachsene sich über Jugendliche beschweren. Ich möchte jetzt ein Fallbeispiel vorstellen über einen jungen Mann, wo sich sehr viele Erwachsene beschwert haben. Dieser junge Mann heißt Fatih. Ich möchte Ihnen gerne vorstellen, wie Fatih sich wahrnimmt, beziehungsweise wie er sich gerne wahrnehmen würde. Wie er gerne sein möchte. Er braucht niemanden. Ich kann gegen alle kämpfen. Wofür brauche ich euch? Aber in Wirklichkeit will Fatih Anerkennung. Wichtig ist uns, dass wir nicht von vornherein vorgefertigt sagen, wir wissen, was die Jugendlichen denken, weil wir es selber durchlebt haben, sondern es geht hier darum, wirklich zuzuhören. Jetzt stelle ich Ihnen eine Form von Fatih vor, die ich persönlich sehr sympathisch finde. Jetzt kommt die Realität, oder machen wir es mal anders. Jetzt haben Sie einen Eindruck davon, wie sich Fatih gerne sieht. Fatih will Spaß, Fatih braucht Spaß. Fatih lebt in den Tag hinein. In der Realität wieder angekommen, kriegte er ein Schreiben von der Agentur für Arbeit. Er ist noch schulpflichtig, weil er noch minderjährig ist. Und soll in die sogenannte Berufsqualifizierung. Fatih verbindet mit dieser Qualifizierung Schule, ein Erfolgssystem, innerhalb dessen er aber keinen Erfolg hatte und zwangsläufig sich als Mangelwesen vorkam. Jetzt geht es darum, wie können wir eine Bedürfnisorientierung der Jugendlichen, verbunden natürlich auch mit ihrer Persönlichkeitsbildung, weil wir als Fachkräfte im Raum nun mal auch Vorbilder sind. Wie können wir das didaktisch aufbereiten und dann letztendlich oder pädagogisch aufbereiten und didaktisch vermitteln? Wir müssen uns selbst in unserem Selbstbild reflektieren und uns fragen, als was verstehen wir uns im Handlungsfeld? Spätestens dann, wenn diese radikalen Typen namens Jugendliche, diese Atome, bei uns eine Kernschmelze im Raum verursachen, haben wir ein Problem, das uns selbst berührt und berühren muss. Wir können keine zukunftsfähige Qualifizierung auf fragilem Gerüst aufbauen. Es braucht Zeit und pädagogische Leitlinien, die am Menschen ansetzen, um des Menschen willen. Erst dann schaffen wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ein Optimum wird es selten geben. Aber wenn wir einen Beitrag leisten können, diese Jugendlichen ihrer Persönlichkeit zu stärken, und wir auf dieser gefestigten Persönlichkeit durch Qualifizierung aufbauen können, dann ist viel gewonnen. Fatih sagt, ja, ich bin gut, Herr Ismail, aber ich bin auch ein bisschen noch böse. Vielleicht können wir das mit dem Wort ausdrücken, Rock'n'Roll. Einladen wollen, ist ein Tagungskonzept, ein anderes Format. Sie werden wahrscheinlich in der Einladung das Wort Leidenschaft gelesen haben.
das ist nicht das Wort, mit dem so ein Ministerium sich mit präsentiert. Wir brauchen ein bisschen von der Wertschätzung, von der Leidenschaft und wir brauchen aber auch sozusagen Qualifikationen, wir brauchen Grenzen und wir brauchen sozusagen auch ein bisschen Leistungsbereitschaft. Ohne den allen geht es nicht und insofern werden wir heute mit Leidenschaft darüber diskutieren, wie Sie als Pädagogin, wie Sie als oder die Jugendlichen, wie wir zusammen dieses Feuer neu entdecken. Ich bin heute in Wiesbaden bei Bauhaus. Wir haben heute den 23.09.2014 und ich bin hier mit dem Auftrag zu schauen, was beschäftigt Jugendliche in der Qualifizierung, was sind ihre Bedürfnisse, was finden sie gut, was finden sie schlecht, wie sollte es laufen, was sollte besser laufen, was läuft gut. Also die ganzen Fragen um die Qualifizierung, weil wir in diese Fachtagung natürlich gehen möchten mit dem Auftrag Wertschätzung. Und wir möchten nicht sagen, wir wissen, was die Jugendlichen denken und wollen, sondern wir sagen jetzt einfach, wir wissen es nicht und deswegen gehen wir in den Dialog. Vielleicht sind wir dann in einer Situation, auch überrascht zu werden. Was ist ein guter Pädagoge? Wer einen versteht. Wie charakterisiert sich ein Pädagoge? Wenn was macht ein Pädagoge? Was ein Pädagoge müsste helfen. Okay. Er muss helfen, aber nicht. Machen nicht. Manche machen es nicht. Ich kenne viele. Du kennst viele, die helfen. Nein, nicht die nicht helfen. Pädagogen, die einfach so unfähig sind, zu jung sind und unerfahren. Das stimmt. Die gerade aus dem Studium kommen und selber noch nie eine richtige Lebensgeschichte haben und uns was erzählen wollen vom Stoff, der die Babys bringt. Also bei mir war das so, die waren relativ streng, die haben mich eigentlich nur kritisiert. Meine Lehrer waren hauptsächlich überfordert mit uns. Wir waren okay. Eine sehr chaotische Klasse, gerade ich. Ich war immer so der Klassenclown und war auch aggressiv gegenüber meinen Lehrern, weil sie mir auch Aggressivität entgegengestrahlt haben. Okay, aber nochmal, ihr sagt, Pädagogen verstehen uns nicht. Gibt es Pädagogen, die einen verstehen? Nein. Doch. Unser Meister der Kunst, der hat das voll drauf. Der hat alles, was ein Meister eigentlich braucht. Ich habe schon viele Meister in meinem Leben gehabt und der ist wirklich kompetent. Er weiß, was er sagt und er spricht mit uns, wie als wären wir Kumpel. Und weil er vor allen Dingen mit uns umgeht, als wären wir Menschen. Und nicht als ob wir irgendwie ein Eurojobber wären oder ähnliches. Das sind halt Mitarbeiter, ne? Also ich, ich sehe es als Mitarbeiter. Auf jeden Fall. Was machen Sie denn, wenn Ihnen mal einer doof kommt, so? durchatmen, nicht doof zurückkommen, ja, und zum Gespräch bitten natürlich. Ja. Ich okay. Bin der Meinung, er passt zu dem Konzept. Also ich denke, die Jungs kommen hier in eine gute Arbeitsatmosphäre rein und passen sich an. In unserer Qualifizierung sind Personen, die schwer im Verhalten sind, lustlos gegenüber ihrer Arbeit und auch sehr krass gegenüber unseren Pädagogen. Und die Pädagogen dürfen sich das nicht zu Herzen nehmen, weil sonst würden sie auch zumachen. Und genauso werden wie die Teilnehmer. Lustlos für ihre Arbeit und schwer für die Teilnehmer, die zum Beispiel arbeiten wollen. Bildung ist geknüpft an den Mut, selber zu denken. Selber denken bezieht sich auf die Seite des Subjekts, also dessen, der sich zur Bildung entschließt. Ich glaube, mit Fatih eben auf der Bühne haben wir dazu schon ein Beispiel bekommen. Das kann man als Lehrer nicht erzwingen. Viele Lehrer heute erfahren dies schmerzhaft. Wenn Jugendliche aber spüren, dass der Lehrende ihnen authentisch begegnet, dass er Interesse an ihnen als Person nimmt, dann ist dieser freiwillige Sprung in das pädagogische Verhältnis möglich. Und gerade damit wird auch der Ausbilder zum Bildungslehrer im eigentlichen Sinne. Oder wie es bei Nietzsche hieß, zum Befreier. Ich danke Ihnen. Bei mir ist gerade die Freude da, dass es gelungen ist,
Jugendliche von Bauhaus, von einem Qualifizierungsträger, von uns, von dem Landesprogramm wirklich mit aktiv in diese Fachtagung mit einzubeziehen. Dazu begrüße ich recht herzlich Herrn Staatssekretär Dr. Dippel vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Wie können wir eben Lebenssituationen, Lebensorientierung im Qualifizierungsraum voranbringen? Wie könnte man Zuhören weiter fördern? Was müsste passieren im Raum? Gut, ich nehme diesen Begriff Zuhören mal so als stellvertretenden Begriff dafür, gesehen werden zu wollen, also als Persönlichkeit wahrgenommen werden zu wollen und geachtet werden zu wollen. Und mit Wertschätzung behandelt werden zu wollen. Ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich auch trifft. Also wir bemühen uns natürlich in der alltäglichen Arbeit, diese Werte zu leben. Die stehen in unseren Leitlinien und in unseren Fortbildungen und auch in unserem Alltag, denke ich, ganz oben, dieser Versuch, mit Wertschätzung euch zu begegnen und ein aufrichtiges Interesse an euch als Personen mit in die Arbeit hineinzubringen. Das muss, denke ich, das Leitmotiv sein jedes Mitarbeiters, der diese Arbeit macht. Und wer das über die Jahre möglicherweise verliert, der wäre, glaube ich, in diesem Arbeitsfeld auch nicht mehr richtig. Und ich sehe das aber bei uns eigentlich nicht als gegeben an, sondern ich merke, dass wir Räume schaffen, in denen ihr im Mittelpunkt stehen sollt. Und das, was wir mit euch machen, das, was wir euch anbieten, ist eigentlich nichts anderes als Mittel zum Zweck. Ob ihr Brötchen im Hausenkönig macht und die dann später im Jobcenter verkauft, ob ihr in der Schreinerei steht oder mit dem Herrn Zimitzki, der ja auch hier im Raum ist, in der Kunstwerkstatt. Wir sagen, das ist eigentlich nur die Methode. Wir wollen euch erreichen als Persönlichkeiten. Wir wollen eure Motivation herauskitzeln und diesen Bildungsimpuls setzen. Das ist unser ganzes Bestreben. Als ich in den Raum kam und die Jugendlichen dort traf und nachdem sie mir gesagt haben, wann sie alle weg sein müssen, habe ich gesagt, ich bin im Auftrag des Ministeriums hier und habe gesagt, dass bei dieser Veranstaltung der Staatssekretär, Herr Dippel, auch da sein wird. Und man lebt auch von Vorbildern, auch von den Erwachsenen. Ich nehme jetzt mal ein Vorbild. Wie könntest du es schaffen, zum Staatssekretär zu werden? Ja? Also anders gefragt, wie schafft man es vom Hauptschüler zum Staatssekretär? Ich denke, das ist eine gute Verbindung, weil du dich gerade an einer Ebene befindest, wo Herr Staatssekretär Dippel ja auch mal war. Also das frage ich mich manchmal auch selber, das sage ich mal ganz deutlich. Ich könnte jetzt einen kleinen Vorteil, das mache ich aber nicht. Also ich habe immer im Mittelpunkt gehabt, auch wenn ich jetzt umherreise, Hauptschule ist was. Hauptschule ist ein Abschluss und damit kann ich was anfangen. Das ist schon mal ganz wichtig und wesentlich. Ich wäre damals, ich werde jetzt 60 dieses Jahr, nie geeignet gewesen, irgendein Abitur zu machen. Muss ich das vorstellen. Ne? Bei mir auch äußerlich, rote, lange Haare bis auf die Schultern. Wer Günter Netzer noch kennt, vom Fußball her, war ein Vorbild. Und auch der Fußball, ich konnte es halt nicht weiterbringen. Also Hauptschule. Und dann Lehre. Industriekaufmann gelernt, mehr oder mäßig, und dann ab Bundeswehr. 8 Jahre. Und Sie werden es nicht glauben, aber da habe ich den Kick gekriegt. Da habe ich so viele Menschen kennengelernt in Führungspositionen, da habe ich gesagt, das kannst du auch. Und da hatte ich einen guten Kompaniechef, der auch den zweiten Bildungsweg absolviert hat. Und er sagt, Mensch, Dippel, da so bescheuert, das kannst du da auch, guck doch die alle an, die da rumlaufen. Also Schule, Fachoberschule. Da bin ich hingegangen als 30-Jähriger und die Lehrerin war 26. Komisches Gefühl, um es abzuschließen. Ich habe auch Glück gehabt von Lehrern, die mich begleitet haben, die zugehört haben, die mir auch was zugetraut haben. Da war dann auch mal Schulsprecher, gab es gar nicht, Verantwortung übernommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich fand es ein wunderbares Beispiel für das, was ich in dem Vortrag versucht habe klarzumachen, dass es nämlich um einen Bildungsimpuls des Individuums selbst geht. Das war auch so. Also so Impulse braucht man. Dann wird man auch sicher. Man vertraut auch. Und dann vertraut man sich auch selber und sagt, Mensch, das hast du auch drauf. Man darf das natürlich nicht überspitzen. Man darf da nicht zu ehrgeizig sein. Man muss auch seine Grenzen irgendwo merken und bestimmen. Der Sebastian, das weiß ich ja,
du hast diesen Bildungsimpuls empfangen und standst ja da und sagst, der Herr Kunz, der ist ein Meister, so muss ein Pädagoge sein. Jetzt haben wir natürlich hier viele Personen, die Herrn Kunz persönlich nicht kennen. Sie haben ihn gerade nur kurz gesehen. Wie würdest du ihnen, angeleitet an Herrn Kunz, eine Bedienungsanleitung mitgeben, wie denn ein guter Pädagoge sein muss? Gelassenheit. Also wenn es Stress gibt, nicht direkt unter die Decke gehen wie ein Happy-Männchen, sondern mehr zum Einzelgespräch bitten oder nicht gerade vor den ganzen Kollegen anmaulen. Niedermachen. Was auch noch drin sein muss, ist Lob. Man muss auch Arbeit anerkennen können. Und das ist einfach die perfekte Anleitung. Wenn man das alles in einen Topf schmeißt, umrührt, hat man den perfekten Meister. Wir sind mit den Jugendlichen in den Raum gegangen. Nachdem hier Fatis Weg vorgestellt wurde, dann habe ich mich gefragt, wer seid ihr denn überhaupt hier? Was ist das Bauhaus? Was ist diese Maßnahme? Und dann war jetzt gerade so ein Moment, wo die Jugendlichen dann wirklich mal kurz reflektiert haben. Warum bin ich jetzt gerade in dieser Maßnahme? Diese Frage zu stellen, ja? Individualität entwickelt sich plötzlich eine Gleichförmigkeit, wo auch der Einzelne oder die Einzelne plötzlich gerädert ist. Ich habe gar nicht gemerkt, erstmal war es schön und lustig und hinterher waren wir mitten im Strom drin und wir kamen nicht weiter. Und das könnte auch eine Berufsqualifizierung sein, dieses komm rein, du musst jetzt das und dies und jenes und dann kommst du raus und es bleibt kaum Zeit für Bewegung. Für Individualität. Sie haben ja gemerkt, es ist schon abgerissen. Irgendwas wird schneller. Was passiert denn da? Das fand ich auch sehr schön. Das haben mir auch einige an Feedback zurückgegeben. Nämlich, dass die gemerkt haben, alles klar, ich darf nicht immer nur in dieser passiven Haltung sein. Weil ich habe sofort erwartet, dass der Pädagoge oder der Lehrer oder sofort sagt, was ich zu tun habe. Dann sage ich denen, warum seid ihr nicht die Zünder, die Initiatoren? Warum nicht? Und dann haben die sich wirklich in sich gekehrt und dann haben sich gefragt, warum mache ich das denn nicht? Ich würde doch eigentlich gerne. Genau, und jetzt fangen wir an. Bei der Fachtagung treffen ganz viele Kompetenzen aufeinander. Und was wir wollten, ist einen Raum schaffen, wo alle aufeinandertreffen und diese Form der Wertschätzung und Motivation, Bedürfnisorientierung der Jugendlichen in den Blick nehmen. Und zwar einen kritischen Dialog führen. Was wird gebraucht, was läuft schon gut? Denn wir müssen uns auch wertschätzen. Das wird oft vergessen, was läuft denn gut, nicht nur, was läuft schlecht. Aber eben dann auch über diese Problemorientierung zu sagen, was bedarf es, um voranzukommen. Ich bin auch sehr gespannt, was auch von den Fachkräften, Erfahrungen und Dingen, die schon positiv machen, auch wirkt, dass dieser Erfahrungsaustausch da ja, ist. Das wird jetzt der Knackpunkt nach der Mittagspause, genau, da einen Dialog hinzubekommen. Wie nehmen wir Anspannung wahr, man muss ja die Anspannung erstmal wahrnehmen, ja, um darüber nachzudenken, was kann ich jetzt machen, damit ich für Entspannung sorge. Und meistens reicht es nicht aus, darüber nur zu reden. Also verbal darüber zu reden und dann Entspannung herbeizuführen. So, was kann man tun? Vom Gefühl her ist es halt wirklich sehr schwer auszudrücken. Der eine empfindet so und der andere so. Aber man braucht immer irgendwo eine Bezugsgröße und das, dass man die Umwelt wahrnehmen kann, ja, das bedarf auch vieler Sinne. Er hat das rechte Bein hinten und ich kann mein rechtes Bein von hinten rum hier sachte in die Kniekehle führen. Und wenn ich jetzt dabei noch unterstützend hier oben nachziehe, ja, was passiert dann? Er ist destabilisiert. Ich kriege ihn dann aus der Bewegung heraus. Ihre Aufgabe ist jetzt, wir üben das mal ein bisschen, ohne den Partner gleich komplett umzuschmeißen.
So, wie war's? Ja, so, Moment. Ja. Und dann hat er den nicht umgeschickt. Ja, und dann hat sie die andere Hand hier auch hochgehalten. Das Interesse ist halt dahingehend geweckt, dass innerhalb von Stresssituationen überlegt wird, was passiert dann bei Jugendlichen, wenn sie tatsächlich aggressiv werden? Was geht da vor? Wieso reagieren sie denn so? Ja, und was bedeutet das für uns als Lehrperson in unserem Arbeitsfeld? Wie kann ich dieses Wissen kanalisieren und einsetzen, um dem eigentlich entgegenzuwirken? Das heißt, die Person dann einfach in eine andere Richtung zu lenken in dem Moment und ihn quasi aus seinem Aggressionspotenzial herauszuholen. Das ist so ein bisschen, was hier am meisten den Dialograum interessiert, quasi, sag ich jetzt mal. Mein Anliegen ist es, Ihnen zu vermitteln, dass Achtsamkeit nichts Außergewöhnliches ist. Das ist was ganz Natürliches. Es geht eigentlich nur ums Bewusstwerden dessen, was ich gerade erlebe und dessen, was ich wahrnehme. Mein Herz muss dabei sein, damit die Jugendlichen partizipieren und Freiraum für das Herz. Ich weiß, dass es wichtig ist. Sie brauchen auch Freiräume. Nur wir aus pädagogisch-didaktischer Sicht können nicht immer nur von Freiräumen. Merken Sie das? Also wenn ich mit Pädagogen ganz oft spreche und Fachkräfte, die sprechen immer von Freiräumen. Worüber ich rede ist, wir brauchen keine Freiräume, um Freizeit zu machen, sondern wir brauchen Freiräume, um produktive Persönlichkeitsförderung zu schaffen, woran sie dann begeistert sind. Aber wir müssen uns selbst darauf besinnen, das ist Qualität. Das ist nicht nur, ach ja, wir brauchen Luft, sondern wir brauchen Luft und wir müssen das durchdenken, weil gerade bei diesen Jugendlichen ist es ganz wichtig und elementar und es ist zum Teil wichtiger als die Fachlichkeit, um sie zur Fachlichkeit zu führen, dass wir ihr Leidensweg, den sie bis dato haben, aufarbeiten und ihnen Energie geben und sie intrinsisch motivieren. Das meine ich mit Freiräume produktiv gestalten. Jetzt würde ich das gerne mal etwas weiterführen. Wir haben ja jetzt geguckt, wie kann ich den Partner destabilisieren. Und jetzt sollten Sie versuchen, mal den Partner über den Punkt hinaus zu bringen, dass die Person tatsächlich eigentlich auf dem Boden liegen würde. So, und dann kommt der Clou. Dann denken Sie bitte an Dirty Dancing und fangen Sie die Person rüber, sachte auf. Ja? Nur kurz eine Frage. Vorsichtig, sachte. Ja? Guck mal. So, ja, wie soll ich den denn auffangen, wenn er runterfällt? Also mir hat man gesagt, es waren teilweise wirklich Übungen, wo ich mich erstmal gefragt habe, was bringt mir das in meinem Arbeitsfeld? Und in der Diskussion kam dann heraus, dass da die Brücke geschlagen werden konnte zu dem, was wir tatsächlich jeden Tag machen. Gespräche führen, sei es jetzt mit Jugendlichen, sei es jetzt mit Eltern, sei es jetzt mit anderen Lehrpersonen, wie auch immer, in welcher Form. Aber der Bezug dazu, den muss ich schaffen. Und wenn ich den Bezug nicht schaffe, kann ich keinen Dialog führen. Wir wollen ein wenig auf die Lehrende- und Lernenden-Beziehung gucken und wo sind da Hierarchien, wie kann das anders gestaltet werden, dass Jugendliche mehr die Verantwortlichen für ihren eigenen Lernprozess sind und nicht der Lehrende letztendlich dafür verantwortlich ist, was da passiert, wie es passiert und wie erfolgreich der Jugendliche ist. Die Quintessenz des Dialograums ist dieser Satz. Was bist du gleich bereit, das im Plenum vorzustellen, was wir hier erarbeitet haben? Mark! Wirklich, das Mark, ist nicht. Du hast sowas nicht. Du bist hier wirklich der Grundpfeiler. Du hast das Ganze hier zum Erfolg geführt. Ganz ehrlich, wir haben von dir hier sehr viel gelernt. Ja, ich fand es halt persönlich sehr wichtig, anderen Leuten zu erzählen, was mir selbst so ein bisschen widerfahren ist und sonst irgendwas, weil es vielleicht eine Möglichkeit gibt, anderen Menschen damit zu helfen, um Motivation vielleicht heraufzubeschwören, sage ich jetzt mal, um mehr Leidenschaft vielleicht sogar am Arbeitsplatz zu erschaffen oder sonst irgendwas. Das ist nicht immer leicht, aber man kann es schaffen, wenn man möchte, egal wie schwer das ist. Und einer der Teilnehmer hat mich dann angesprochen und hat gesagt, hören Sie mal, ich fand das echt toll, dass Jugendliche hier dabei waren. Dass die tatsächlich, um die es geht, über die wir die ganze Zeit immer philosophieren und diskutieren, dass die hier da waren und dass die auch mal was dazu gesagt haben.
Bauchgefühl war, dass ich so denke, wir waren mit den Leuten gemeinsam. Und das fand ich sozusagen, wenn wir sagen, die Träger sollen mit den Jugendlichen auf Augenhöhe sein, dass wir als Ministerium, hatte ich das Gefühl, ich war mit den Fachleuten auf Augenhöhe. Und das fand ich einfach ein gutes Gefühl. Wir brauchen die Persönlichkeitsebene, ne, über Module oder pädagogische Leitlinien genauso qualitativ als wertvoll wie die fachliche Ausrichtung, weil wir am Ende junge Menschen aufgebaut haben möchten, die in ihrer Persönlichkeitsstruktur gefestigt sind und die von sich aus intrinsisch motiviert und sagen, wir wollen weitermachen, wir wollen Gestalter in dieser Welt werden und nicht nur, dass über uns entschieden wird. Und das wäre ein tolles Ergebnis, wenn das hier rausgehen würde als Impuls, dass die Qualifizierungsträger darüber nachdenken und die Pädagoginnen und Pädagogen, wie können wir die Persönlichkeit fördern. Und dafür müssen wir neue Wege gehen, denn es müssen Leitlinien her und es muss wirklich eine Didaktik her, genauso wie sie bei der Qualifizierung schon da ist. Nach der Fachtagung wussten wir genau, dass wir noch am Wochenende mit Herr Ismail von Padaya und seinem Team hatten, Herr Kavusmann und Herr Hassan Ismail. Und sie kamen mit der Forderung, dass wir es freiwillig machen. So haben die das aufs Wochenende gelegt, damit sie sehen, dass wir es freiwillig machen, dass wir unser Wochenende, unser freies Wochenende für diese Aktion opfern. Habt ihr für euch da was mitgenommen, dass ihr sagt, okay, ich kann mir vorstellen, dass wenn die Ausbilder das und das anwenden, dass sie vielleicht was davon haben in ihrem Beruf? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an dem Tag so viele Sachen gehört, dass ich mir das gar nicht merken konnte. Wenn die Pädagogen locker an die Sache rangehen, sind 100% die Teilnehmer auch total locker. Und man muss wirklich sich auf die Leute einstellen und nicht stocksteif da reingehen und wirklich Druck machen, dann verschließen sich alle. Welche Rolle habt ihr? Die Erzähler. Also wir berichten ihnen unsere Situation. Mit welchem Zweck? Damit sie sich in unsere Lage versetzen können. Die Zielgruppe sind die Fachkräfte, die Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Jugendlichen und Kindern arbeiten. So, du hast jetzt gerade gesagt, ja, unsere Rolle ist es, ihnen unsere Bedürfnisse zu äußern, damit sie sich in uns hineinversetzen können. Mit welchem Zweck? Also sie müssen uns, was wir sagen, ernst nehmen. Und weiter, wenn sie euch ernst nehmen, wo mündet das Ganze? Wo mündet das Ganze? Was meinst du? Ja, dass man auch Zusammenarbeit, Teamarbeit machen kann. Indem man zusammenarbeiten. Wie? Indem man zusammenarbeiten. Kooperiert. Genau. Wunderbar. Ihr habt also die Forderung, respektiert uns, nicht nur indem ihr reinkommt und sagt, ich respektiere deine Gestalt. Genau. Sag das nochmal. Das ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, eine Kooperation heißt auf Augenhöhe. Ihr sollt ihnen deutlich machen, hey, wir haben auch Bedürfnisse und wenn du wirklich mit uns kooperieren möchtest, damit es auch für dich harmonischer wird, ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, die profitieren ja auch davon. Ihr sollt sagen, was ist euch wichtig, das müsst ihr nicht sagen, ihr könnt das auch bildlich deutlich machen. Wir wollen, dass ihr einen Film macht, der was aussagt, der schön von den Bildern ist, wo alle, die das sehen, genau die Botschaft erkennen, hoffe ich zumindest. Und ich will es professionell. Also Hamza, komm mir nicht damit an, dass du ein Amateur bist und mit Kamera keine Ahnung hast. Ich akzeptiere und wir insgesamt akzeptieren kein Video, das nicht professionell ist. Das heißt, ihr legt euch jetzt ins Zeug. Als Herr Ismail dann gesagt hat, der Film soll perfekt werden, sonst würdet ihr den gar nicht abstempeln, dann haben wir schon das Gefühl gehabt, dass wir was drauf haben. Dass wir nicht so sind, wie wir uns da geben, dass wir können nichts, sondern dass er denkt, wir haben was drauf. Wir haben eine Persönlichkeit und die können wir auf den Film bringen.
reicht denn zum Beispiel, die jetzt Personen treffen, die sie kennen und bereit sind, der anderen Person zu helfen, dass sie dann durch andere Wege laufen? Also ich greife jetzt mal eure Idee auf. Ja? Es gibt ein Problem, das dadurch entstanden ist, wie hast du das gerade gesagt? Du hast dein irgendwas vergessen. So, jetzt merkt aber diese Person, ich kann nicht die ganze Strecke laufen. Also läuft die Person hierhin, übergibt an der Stelle einer anderen Person aus der Gemeinschaft. Habe ich das richtig verstanden? Dann geht das weiter zum nächsten aus der Gemeinschaft. Und dann landet diese Sache, die man bringen soll, bei der Endperson und die sagt, oh, danke schön. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay, das ist eine gute Storyline. Aber was passiert hier? Weil nur wenn das alle laufen oder irgendwas, das ist ja nicht gerade attraktiv. So, Teamworker, das von einer Stelle zum anderen geht, aber in diesem ganzen Weg bis dahin, bis es zu mir ankommt, passiert immer etwas. Ja, und wie kann man das jetzt in Form eines Filmes darstellen? Ich bin 20 Minuten beim Staatssekretär. Was? Ja? Alter, ich bin voll nervös. Sebastian. Ja. Wäre ich auch, ganz normal, dass du nervös bist. Jo. Bist du ganz ständig gekleidet? Hast du eine Krawatte an? Ich habe keine Krawatte. Was? Bist du zu spät? Was stehst du auf so einem Felsen, Junge? Thank you.
Jugend. Alles Egoisten. Sorry, ich hab's eilig. So, jetzt kannst du was erleben. Wie siehst du denn aus, Mann? Hast du keinen Anzug? Warum hast du keinen Anzug an? Na, Mann, ich hab keinen Anzug. Ey, jetzt sind wir gerannt wie die Bekloppten, um dir eine Krawatte zu bringen, damit du besser aussiehst. Na, und sorry. Jetzt hast du keinen Anzug an, oder was? Na, sorry, geht nicht. Hab keinen Anzug. Egal. Hier. Hier hast du wenigstens die Krawatte. Danke, ich werde euch nicht enttäuschen. Viel Glück. Hallo. Na, wir haben uns lange nicht gesehen. Grüße Sie. Sehr schön, freut mich. Danke. Darf ich Ihnen Platz angeben oder wo wollen Danke. Sie hin? Oder wollen Sie da hin? Mir ist das egal, wo wollen Sie hin? Eigentlich wollte ich mal auf Ehrlich? Den ja, da sitzt sich gut drauf. Ich würde Sie gerne mal Platz nehmen. Danke. Ja. Und wie sitzt sich? Angenehm. Ehrlich? Ja. Wie kann ich dauerhaft auf diesem Stuhl bleiben? Wie schaffe ich es, von meiner Situation jetzt zum Staatssekretär mich hochzuarbeiten? Also da gebe ich dir zunächst mal einen Tipp. Du musst einfach mal so eine Vorstellung haben, was für eine Arbeit könnte dir Freude machen? Was willst du? Willst du überhaupt was bewegen? Willst du in eine Richtung? Willst du mit Menschen arbeiten? Oder willst du mit Papier arbeiten und Menschen arbeiten? Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn du in so eine Position kommen willst, dass du erstmal selbst an dich glaubst. Man muss an dem, was man macht, Freude haben. Wenn du jeden Tag hier reingehst und hast Frust und hast nur Ärger, das machst du nicht lange mit. Dein Körper auch nicht. Und deshalb musst du manche Hürde überspringen, wenn du das willst. Im schulischen Bereich, im persönlichen Bereich, das ist ganz wichtig, dass du einfach auch vielleicht einen guten Freundeskreis hast. Nicht nur Arbeit, vielleicht Sport, vielleicht Kultur. Ich sage es auch mal sehr salopp, ich war ja auch mal ein bisschen jünger. Mal ein bisschen Blödsinn zu machen, ist auch wichtig, aber überschaubar. Es muss ja nicht immer im Grenzbereich sein. Einfach Freude mal zu haben an dem Leben, was du führst. Also für mich ist es auf jeden Fall schwierig, manchmal die Anerkennung wieder zu kriegen, denn ich habe ja einen Sohn. Ja, genau. Ich habe ja einen Sohn, ne? Und das ist total schwierig, denn abends sitze ich dann da und lerne noch für Mathe, ja? Und morgens muss er in den Kindergarten, ich muss ihn anziehen, alles Mögliche. Also das ist schon schwierig. Und da brauche ich eine, nein, nicht einige, sondern eine große Stärke dafür, diesen Alltag zu meistern. Auch wirklich schwierig. Ja. Also das Besondere ist, was man hier herausnehmen kann, ist, dass jeder von euch in einer anderen Lebenslage steckt. Und hier möchte ich jetzt gerne mal den Bogen schaffen. Wir haben im Vergleich, schauen wir uns jetzt mal den Lebenslauf von Dr. Dippel an, was er in seinem Leben so erreicht hat. Denn er war auch mal an einem Punkt, wo ihr seid, als Hauptschüler. Genau. Ja? Und er ist jetzt, sitzt hier im Ministerium als Staatssekretär. Das ist eine ganz, ganz schöne hohe Position. Ja? Schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie er das geschafft hat oder welche Etappen er im Leben dazu hatte. Ja? Okay. Die Frage auf der Podiumsdiskussion war ja, wie kann man es schaffen, vom Hauptschüler zum Staatssekretär zu werden? Und da möchte ich euch gerne jetzt mal den Lebenslauf von Herrn Dippel mal vorlegen. Das Ziel ist ja hinterher, Fragen zu formulieren, zu überlegen,
zu überlegen, wie hat er das geschafft? Ja, worum ging es ihm? Ihr sollt euch jetzt mal den Lebenslauf von Herrn Dippel anschauen. In diesem Lebenslauf sind bestimmte Etappen hier formuliert. Vielleicht fällt euch ja schon, während ihr diese Etappe hier lest, eine Frage dazu ein, die besonders interessant für dich ist. Hatten Sie Freizeit? Ja, das ist meine Frage, weil ich gucke mich das Lebenslauf an. Ja, also das ist ja auch eine wichtige Frage. Das heißt, ihr wollt so ein bisschen auf die Work-Life-Balance zu sprechen kommen, ja? Genau. Das heißt, auf der zu dem, weil das ist ja sehr überfrachtet, habt ihr das Gefühl, ja? Ob man dann noch Zeit hat für, ne? Ja, ob der Urlaub, Reisen, irgendwie sowas. Der Urlaub, Reisen, Familie, Frau, Kinder. Was dich ja schick gemacht heute, ne, zu mir. Nur ich weiß nicht, so die Kombination, da ist ja alles so ein bisschen, naja. Ich zeig's Ihnen, was hinter dieser Krawatte steckt. Na, da bin ich ja mal gespannt, da steckt bestimmt was hinter. Oh, ich bin 20 Minuten beim Staatssekretär. Alter, ich bin voll nervös. Also, Sebastian. Bist du ganz ständig gekleidet? Hast du eine Krawatte an? Ich habe keine Krawatte. Was? Also wichtig ist, dass man Freunde hat, ne? Das merkst du ja hier dran, die zuverlässig sind und mitdenken. Wichtig ist, glaube ich, ein Team zu haben. Mannschaftssport, da hat ja jeder eine Aufgabe im Mannschaftssport. Da ist der Mannschaftskapitän, den Trainer, die Spieler, die sehr unterschiedlich sind, aber die haben ein Ziel. Den Sport vielleicht zu gewinnen und hier dir zu helfen. Vielleicht eine gute Figur zu machen beim Staatssekretär oder bei mir. Also jetzt verstehe ich, warum du die Krawatte anhast. Ich weiß, dass du Interesse hast jetzt an dieser Aufgabe. Du willst sehen, wie ist der eigentlich da hingekommen. Und ich finde es auch sehr, sehr positiv, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Und du hast ja sehr viel Rückendeckung hier bekommen. Und deine Freundinnen und Freunde sind ja auch gespannt, wie geht denn das aus? Auf jeden Fall. Wie geht denn das aus? Und du hast doch sicherlich hast du auch Fragen an mich. Was braucht ein junger Mensch Ihrer Meinung nach, um glücklich zu werden? Ja, zunächst einmal muss er sich doch selbst erkennen, was er eigentlich ist. Was bin ich für ein Mensch? Das wissen viele ja gar nicht. Was macht mir Freude? Und er braucht auch Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und das kann man nicht immer antrainieren, aber man kann im Grunde genommen mit Freunden diesen Weg finden. Ich werbe immer sehr viel, im Team zu arbeiten, mit einer Mannschaft zu arbeiten, die sehr freundschaftlich, vertrauensvoll mit auf den Weg genommen wird. Und man muss sich auch mal überlegen, man will doch älter werden, oder nicht? Selbstverständlich. Ja, und dann will man doch auch Freude bei dem Leben haben. Nicht nur Kohle im Mittelpunkt, sondern auch sagen, liebe Leute, das ist aber doch mal was ich machen würde. Hört auch Glück zu. Selbstverständlich, gebe ich dir vollkommen recht. Ja? Ja. Vielen Dank. Die ersten Fragen meinerseits sind schon beantwortet. Auf der Uhr steht langsam, dass die anderen eingetroffen sind. Ich würde vorschlagen, wir werden jetzt einfach mal runtergehen, damit die anderen Sie auch kennenlernen. Der Chef geht voran, ne? Tag zusammen. Grüß euch. Jo. Ja. Mal so, mach das aber. Super. Hallo. Wie fanden Sie den Film, den Sie eben gerade dann gesehen haben? Ich fand das wirklich beeindruckend, dass sich die Freunde, die hier sind oder die Bekannten so eingesetzt haben, dass der Sebastian dann zu mir kommt. Und das Beispiel Krawatte war ja das, was im Vordergrund stand. Der Film war für mich beeindruckend und hat auch so geschildert die unterschiedlichen Phasen, ne, der Entwicklung. Das sind verschiedene Phasen auf einem Weg. Vielleicht auch zum Staatssekretär, ne? Im Sinne des Wortes, auf dem Weg, begleitet von Freunden, die alles tun, damit er eine gute Figur da macht oder dass er was erfährt von dem Staatssekretär. Und das war beeindruckend für mich. Ja, die Jugendlichen haben sich ja auch wirklich intensiv mit ihrem Lebenslauf auseinandergesetzt und haben daraus auch zum Beispiel, haben sich für euch Fragen entwickelt, wie es in dem Beruf quasi dann für sie so weitergegangen ist. Also,
Ach so, ja, ja. Was waren denn die Höhen und Tiefen in Ihrem Berufsleben bis jetzt? Also ich habe einen Beruf gelernt, Industriekaufmann, der hat mich nie interessiert. Okay. Muss aber dann immer sehen, vom Alter her, man verändert sich. Und ich bin dann quasi auch arbeitslos geworden. Muss man auch wissen, ist auch eine entscheidende Phase, die man mal durchmacht, so 4 Monate. 75 war das. Na, rechnet, ne? 54, dann mit in 75. Wo es eine Krise in Deutschland gab und wo einfach nach der Lehre und so nicht mehr eingestellt wurde. Ja, und dann war ich halt unterwegs und dann habe ich einen Schnitt gemacht, ich bin Soldat geworden, auf Zeit. Soldat auf Zeit, sichere Anstellung, ihr werdet lachen, gute Ausbildung, viel Organisation, viel Führung, viel Verantwortung und habe da so als kleiner Kanonier, ich war bei der Artillerie dann da gearbeitet, und bin als Hauptmann, also als Kompaniechef einer Einheit, verantwortlich für 150 Personen abgegangen. Aber ohne Abitur. Wir haben festgestellt, wie schwierig das eigentlich ist, die auf dem Weg bis hierher zu kommen. Und ich hatte auch eine Frage, und das war, was für Tipps könnten Sie uns mitgeben für unsere weitere Entwicklung? Also ich glaube, dass man einfach auch vielleicht noch heute mal, man muss einfach mal zu sich selber kommen und sagen, was will ich denn eigentlich? Ich weiß, dass das heute sehr vielfältig ist, von Möglichkeiten, auch von Sprüchen, oh, das mache ich gar nichts, dann ist gut so. Ich glaube, ganz wichtig ist, was will ich eigentlich? Das Leben ist Ihnen doch einmal geschenkt. Ich glaube nicht an zweites. Natürlich. So, und da muss man doch mal gucken oder sollte mal gucken, was mache ich denn daraus? Und da ist es ganz wichtig, ich habe meinen Kindern nie vorgegeben, das musst du werden, musst Abitur machen oder musst das, habe ich nie vorgegeben. Ich glaube, und das muss jeder für sich selber sagen. Und wenn man unsicher ist, dann finden sich bestimmt Freunde, und das ist ganz wichtig, ich habe ja auch gesehen, dass ihr begleitet habt, dass man sich auch da mal austauscht und sagt, pass mal auf, wie siehst du denn das? Welchen Weg gehst du denn? Ich hatte einen Chef, der auch zweiten Bildungsweg gemacht hat, der hat zu mir gesagt, pass mal auf, jetzt setzen wir uns mal zusammen. Hier stehst du jetzt, hier bist du. Willst du woanders hin? Das bedeutet aber sehr viel Arbeit, sehr viel Fleiß, sehr viel Zuverlässigkeit. Das muss schon gegeben sein. Aber denk dran, mach etwas, wo du vielleicht auch Freude dran hast und wo du auch was verändern kannst. Ich habe nie geglaubt, mal Bürgermeister zu werden in einer Stadt. Ich bin von hier schon gar nicht. Mein Tipp ist, selber zu sagen, wo stehe ich, was kann ich, wo will ich hin? Und da gab es bei mir auch Phasen, die sehr schwierig waren, auch gesundheitlich. Ich hatte dann mal einen Einbruch bei den Examen, wenn man immer arbeitet und lernen muss. Und die Theorien muss man halt durch. Und das ist dann schon manchmal Stress im negativen Sinne. Deshalb, ich glaube, auch wichtig ist ein Ausgleich. Weißt du, du musst neben dem Ziel, was du hast, irgendeinen Ausgleich haben. Kann eine Tour sein mit Freunden, das kann der Sport sein, das kann Musik sein, das kann irgendetwas anderes sein. Ich glaube, dass man viel erreicht, wenn man in Gemeinschaft versucht, etwas auf den Punkt zu bringen. Es gibt so Einzelkämpfer, die gibt es überall, die ziehen das alleine durch, das ist gut, aber ich werbe einfach für die Gemeinschaft. Ja, deshalb, weißt du, ich glaube, dass ihr das alle könnt. Ich bin davon überzeugt. Ja, in diesem Sinne möchten wir uns erstmal herzlich bedanken, also im Namen der Jugendlichen, auch im Namen vom Bauhaus, dass wir hier heute im Ministerium mit Ihnen zusammen Zeit verbringen durften. Ja. Den Jugendlichen ist im Laufe des Tages, glaube ich, nochmal irgendwie in den Sinn gekommen, was für ein interessantes und wichtiges Treffen das eigentlich heute mit Ihnen zusammen war. Und möchten uns eigentlich erstmal nur recht herzlich dazu bedanken. Ja? Also, ich habe in den Begegnungen vor Ort, war ich immer sehr viel auch mit Leuten zusammen, die mal quer gedacht haben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, einfach mal nicht nur so, ich überspitze das jetzt, im eigenen Klientel sich zu bewegen. Ist auch uninteressant. Erfährt man ja nichts, ist immer dasselbe. Sondern wichtig ist auch, mit anderen Menschen zusammen zu sein, die andere Probleme, andere Sorgen, andere Beobachtungen haben. Da können Sie gerade im Sozialbereich eine Menge mitnehmen.